Ja, die ist sehr groß. Vor allem, wenn man auch die anderen Spiele jetzt sieht, die jetzt losgegangen sind, dann freut man sich natürlich riesig. Es ist immer der erste Spieltag was Besonderes. Und wir wissen auch, dass wir vielleicht noch nicht ganz fertig sind, was die Vorbereitungsphase angeht. Wir müssen uns schon noch finden. Also die Findungsphase ist noch nicht abgeschlossen. Ja, deswegen brauchen wir auch noch ein bisschen. Aber jetzt geht es erst darum, Punkte zu holen. Und dafür müssen wir eine schlagkräftige Truppe am Montagabend mit aufs Feld nehmen nach Freiburg. Ja, ich kann es erst am Montag im Endeffekt sagen, wie dann wirklich auch der Stand ist. Aber ich glaube, dass wir mit denen, die arbeiten konnten, also die da waren und die schon frühzeitig da waren, sehr, sehr gut gearbeitet haben. Ja, wir haben auch sehr gute Spiele gemacht, haben leistungsmäßig wirklich auch das eine oder andere optimiert und verbessert. Und ich bin mit den Neuzugängen auch sehr, sehr zufrieden. Aber natürlich ist so eine Findungsphase und so ein Prozess noch nicht abgeschlossen, wenn der eine oder andere erst eine Woche da ist. Das wird dauern oder auch über Verletzungen erst zu uns gekommen ist und zu uns gestoßen ist, ein bisschen verspätet. Deswegen wird es ein bisschen dauern, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Jungs, die am Montagabend auf dem Feld stehen, wirklich auch bei 100% sind und auch bereit sind, für uns diese Punkte einzufahren. Ja, natürlich werden wir uns noch final Gedanken machen, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, weil er ist ja topfit. Er hat ja die komplette Vorbereitung bei Roda Kai gerade absolviert und deswegen ist er in einem topfitten Zustand. Und jetzt geht es eher darum, wie weit ist er in unseren Abläufen drin, ja, wie weit kann er uns da schon helfen. Und das ist die Entscheidung, die wir jetzt nach den letzten Einheiten treffen müssen. Aber er ist auf jeden Fall ein Kandidat für den Kader und auch für Spiele, also dass er eingewechselt wird und vielleicht auch für die Startelf. Mal schauen. Ja, also nicht zur Verfügung steht natürlich Gianluca Korte, der noch in der Reha ist und auch Sebastian Brovca und Ben Bischoff sind jetzt erst wieder zurückgekehrt zur Mannschaft und auch bei Lukas Brumme und bei Benedikt Hollerbach ist die Situation so, dass sie kurz vor dem Mannschaftstraining Einstieg sind, aber eben noch nicht so weit, dass sie wahrscheinlich am Montag schon dabei sein können. Alles andere steht zur Verfügung. Ja, es ist eine ganz schwer einzuschätzende Mannschaft, weil natürlich ganz viele jetzt auch bei den Profis im Trainingslager dabei waren. Das ist eine Mannschaft, die immer so ein bisschen die Verbindung zwischen Profimannschaft und Jugend hat und auch wirklich in Freiburg der Jugendbereich oder diese Nachwuchsspieler auch immer sehr, sehr gut eingesetzt werden, vor allem auch im Trainingsbetrieb und auch eben im Trainingslager und dadurch natürlich auch schon eine gewisse Reife haben auch ein paar erfahrene Spieler drin mit Sandrino Braun, Johannes Flum, ja, wo wir auch wissen, dass natürlich schon eine Qualität da ist. Ob Vincent Vermey auflaufen kann, ist nicht sicher. Es hat noch Rückenprobleme gehabt. Deswegen, es ist zwar eine zweite Mannschaft, aber hat natürlich schon auch ein richtig gutes Potenzial und ist nicht umsonst durch die Regionalliga, ich nenne es jetzt mal durchmarschiert, weil mit der Punktzahl muss man einfach sagen, dass es ein Durchmarschieren ist und hat es hoch verdient gehabt, auch wirklich aufzusteigen, gegen so starke Mannschaften sich durchgesetzt wie Elversberg, wie Offenbach, ja, wie Steinbach und da wissen wir schon, dass das eine Mannschaft ist, die uns alles abverlangen wird, ja, die zwar jung ist, aber hoch talentiert, eben eine komische Vorbereitung hatte, weil sie bis zum 12. Juni noch gespielt haben, dann zum Teil dann auch viele Spiele bei den Profis dabei waren. Deswegen ist es ganz, ganz schwer einzuschätzen. Aber wir wissen, dass eine schlagkräftige Truppe uns am Montag erwarten wird. Und in Freiburg, im Dreisamstadion, werden die Jungs natürlich auch versuchen, alles abzurufen und mit Euphorie in diese Saison starten. Und da müssen wir dagegen halten. Ja, es wird natürlich ein interessantes Spiel. Ich mag das Dreisamstadion, weil ich da selber auch schon aktiv drin war. Und das ist schon ein Stadion, was einfach auch ein bisschen Charakter hat. Jetzt natürlich durch das Neue ersetzt worden ist. Dadurch vielleicht auch die U23 dort zum Spielen kommt. Das weiß ich jetzt nicht, wie da die Voraussetzungen gewesen wären, wenn das neue Stadion nicht fertig gewesen wäre, aber es hat natürlich eine tolle Atmosphäre. Soweit ich weiß, sind auch einiges an Zuschauern zugelassen. Ja, wie viel genau, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner, aber es wird auf jeden Fall mal wieder Publikum da sein, es wird eine Atmosphäre da sein, ja, und dann wollen wir mal schauen, dass wir da unten natürlich unter Flutlicht, wo es dann am Ende Richtung zweite Halbzeit wahrscheinlich mit Flutlicht geht, dass wir da voll dagegen halten können. Ja, und wir freuen uns auf die Partie, wir freuen uns auf den Start und wissen, dass eine gute Mannschaft uns erwartet und wir werden eine intensive Partie sehen, weil beide Mannschaften natürlich auch aufs Pressing viel Wert legen und eben auch versuchen werden, den Gegner immer wieder ihr eigenes Spiel aufzudrücken. Und deswegen wird es ein sehr interessantes Spiel geben.